Hallo? Aha, jetzt funktioniert's. So, wir spielen 60 Seconds, 60 Sekunden. Ha. Ganz kurz zum Spiel. Es ist ein Spiel. Und es ist ein Spiel, in dem man 60 Sekunden Zeit hat, sich auf einen Atomschlag vorzubereiten. Und je nachdem, was man alles einsammelt und in seinen Bunker schmeißt, muss man hinterher natürlich den Atomschlag auch überleben. So. Wollen wir mal New Game probieren? Aha, New Game, Atomic Drill, Apocalypse, Scavenge oder Survival. Select the type. Wir machen erstmal Atomic Drill zum Üben. Learn all about how to scavenge and survive in the event of a nuclear apocalypse. This tutorial is 100% approved by the establishment. Begin adventure. Natürlich machen wir das. Facecam machen wir doch gleich. Wir gucken uns doch erstmal das Spiel an. So, wir gucken uns doch erstmal das Spiel an. Radio. Keep up with the world. Das war gerade Werbung. Okay. Welcome to your atomic scavenge drill. Pay attention and you might just make it. Hold the grab control to skip my words. But every time you do, the rats will drop an extra nuke. Hallo, Schatz. So, no time to waste. Get moving and head to the marked point in front of you. Hier. Good job. There might just be hope for you yet. Es gibt noch Hoffnung für dich. Just keep these legs moving. So, one more time. You know the drill. Marker, living room. Go, go, go. Sekunde. Wir üben ja gerade nur. Es ist nur Tutorial. So, not bad, but you'd better be in good shape. There's more where that came from. Okay. Dann probieren wir es mal weiter. Fun time's over, it's a matter of life and death now. Find your son Timmy ASAP. Wo ist denn unser Sohn? Ich habe gerade den Fernseher umgeworfen. Das könnte unser Sohn sein in Frauenklamotten. Ich weiß es nicht, vielleicht im falschen Körper geboren. Man weiß es ja nie. Hier, good thing. Oh, Entschuldigung. So. Was hat denn der hier als Dingens? So, family comes first, grab Timmy. Okay, den Timmy haben wir auf der Hand. Pow. Consider taking other family members too. Gehört die nicht zur Familie? Wer ist denn die Tröte hier? So. Find the highlighted soup. Hey! Ich wollte gerade an... Schnauze. Sekunde. Wir müssen jetzt Suppe. Ist ja gerade nur das Tutorial. Also noch nicht abdrehen, bitte. Noch nicht sagen, ich spiele was anderes. Sonst krieg ich Stresspickel. Da, hier sind wir aber Badewanne. In der Küche. Wo ist denn die Küche? Wo ist denn die highlighted soup? Ich habe leider kein Radar hier. Welche Suppe ist denn hier highlighted? Feinste highlighted zu. Hier ist so Suppe überall. Ich kann die aber nicht nehmen. So, Schnauze. Ist hier irgendeine Suppe? Vielleicht beim Kind. Vielleicht haben wir beim Kind eine Suppe. Nimm das Gewehr. Ich weiß, da ist Suppe im Schrank. Ich kann momentan nichts anderes nehmen, außer das, was da steht. So, ist der highlighted Suppe? Grab it when you... Hier muss doch irgendwo Suppe sein. Also hier ist überall Suppe, aber die ist nicht highlighted. Hier ist zwar Suppe, aber ich kann die nicht mitnehmen, weil wir eine spezielle Suppe mitnehmen müssen, was echt doof ist. Das schränkt die Suppigkeit doch sehr ein. So, schnau, die Dicke mit ihrer Tuba, was soll das denn? Ist das die Suppe? Nein. So, hier ist auch, wo ist denn die Suppe? Hat jemand von euch eine highlighted Suppe gesehen? Die Suppe war im Badezimmer. Was macht denn Suppe im Badezimmer? Das ist ja ekelhaft. Die einzige Suppe, die man im Badezimmer hat, läuft aus einem raus. Hier ist doch keine Suppe. Schreibt doch keinen Scheiß. So. Die Suppe hinten links an der Decke. Ja. Wenn Leute anfangen, mich im Chat zu verarschen, dauert es nur noch länger. Da ist eine Taschenlampe. Diese Tröte. Ich weiß nicht, welche Suppe solche... Ich bin echt überfragt gerade. Der Gegenstand ist weiß umkreist, aber hier ist nichts weiß umkreist. Oder ich bin blind. Außen fehlt mir Musik. So. Das muss leider mal weg. Hier vielleicht? Ach, hier. Ah, toll. Alter, wie scheiße ist das denn? Toll. In der Badewanne. Mann. Das hier ist übrigens auch ein Badezimmer. Wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Water. Hand for some bottles. Okay. Wasser. Da gehe ich am besten mal in die Küche. Da ist was weiß umrandet. Jetzt sehe ich das auch. So, enough water und jetzt müssen wir through the shelter, jetzt müssen wir alles runterschmeißen. Der war da hinten. Lalalalalalala. Warum ist der nicht offen? Wie kriege ich den auf? Wie kriege ich den auf?
Ja, möchte ich ja. Go find. Ich klicke doch. Ich bin doch schon da. Mach doch mal das Ding auf. E geht auch nicht. So. Alles runtergeschmissen, inklusive dem Baby. Okay, alles gut. So, sollen wir jetzt schon runter? And even little Timmy. Sollen wir jetzt den Rest noch einsammeln oder sollen wir es lassen? Das Schlimme ist, wir haben dafür eigentlich nur 60 Sekunden Zeit. Grab a radio. Wir haben dafür nur 60 Sekunden Zeit, die ganzen Sachen hier einzusammeln. Also auch das Radio hier, lalala. Nothing's more useful. Okay, das schmeißen wir schon rein. Patronen sollen wir finden. Wo sind denn hier? Oh Gott. Wo war denn das Gewehr? Ich habe das gar nicht gesehen. Ja, das Balk. Ach, da ist das Gewehr. Aber wo finden wir Patronen? Wo haben wir denn Patronen? Hat jemand Patronen gesehen? Blablabla. Hört sich an wie mein Stream. Also ist kein Unterschied festzustellen, wie zu sonst. Ah, wir kommen hier nicht raus. Was ist das für ein kleiner Mann hier? Warum steht denn ein kleiner Mann im Klo? Komisch. Wo sind die Patronen? Boah, die Fresse. Wo sind die Patronen? Weib, wo sind die Patronen? Ich scheuere dir gleich eine. Nein, natürlich nicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil gleich die Bombe fällt. Und wir haben noch keine Patronen. Wo sind denn die? Hat auch noch keiner gesehen, ne? Boah, das Sample macht den nächsten Stream einfach an und lasst das laufen und es wird gar keiner den Unterschied feststellen. Es werden alle denken, ich bin live. Direkt am Eingang rechts, okay. Okay, das ist nicht der Eingang, das ist der Shelter. Ach da, jetzt habe ich es gesehen. Boah. So. Ich werde in 60 Sekunden nichts finden. Nichts. So, und jetzt? Here comes the hard part. Man hat nur 60 Sekunden dafür Zeit. Sometimes you get a few extra seconds before the silent sounds of Scott. When after it goes off, you need to start packing. Collect 5 items. Ich kann die Dicke hier einfach nicht einsammeln. Ich weiß nicht warum. Und die eigene Ehefrau, die hat da so einen Pissfleck unter sich, die kann ich auch nicht einsammeln. 5 more items and family members in the next 60 seconds. Okay. Ich würde mal mit Essen anfangen, tatsächlich. No room? Okay, jetzt geht's richtig los. Taschenlampe. No room? Ah, Mann, ach, die brauchen 2 Plätze. Wie gemein. Boah, scheiße. So, wie viel Zeit haben wir noch? 30 Sekunden. Oh Gott. Das Gewehr nehme ich natürlich auch gleich, aber erstmal will ich auf jeden Fall Nahrungsmittel. To the shelter! To the Batmobile. Boah, scheiße. Man muss sich echt ein bisschen konzentrieren. Ich kann gar nicht so richtig rumquatschen. Jetzt geht's nämlich richtig los. Hier haben wir nichts mehr. Da sind noch Präser oder was auch immer das ist. Okay. Irgendwas liegt noch im Babybettchen. Vibe, komm mit! Knarre, komm mit! Nein, die ist... Oh, die nimmt zu viel Platz weg. Deswegen kann ich jetzt die Knarre nicht mitnehmen. Wie kann ich denn da runter? Wie komme ich denn runter? Bin ich jetzt tot? Wie komme ich denn runter? E? Okay. Jetzt sind wir also im Bunker. Okay, das ist aber nur der erste Teil. Und dann ist halt die Frage... So, Gasmask. Okay, wir haben keine Gasmaske. Toll, wir haben keine Gasmaske. Das ist ja beruhigend. Tag 1. Die Atombombe ist gefallen. Aber echt, die nimmt 3 Plätze weg. Schäm dich. Wir konnten keine Knarre mitnehmen, weil wir die... Oh Mann, wie gemein. Tag 1. Du hast es in den Bunker geschafft. Herzlichen Glückwunsch, aber der Drill ist noch nicht vorbei. You'll end up here with whatever and whatever. Du landest hier mit allem, was du gesammelt hast. Nichts anderes. Du musst das Beste daraus machen. In den nächsten Tagen... Achso, die nächsten Tage werden dir beibringen, wie du hier unten überlebst, während die Welt draußen brennt.
erkunde und interagiere mit deiner Gegend. Du kannst immer nützliche Dinge über dich, über deinen Bunker rausfinden und über deine Mitbewohner. Oh weia. You must ration food. Food and water. Wir müssen Rationen einteilen. So, Wenn man selber nicht isst oder die Lieben, die man mit sich gebracht hat, dann wird keiner von uns das Tageslicht jemals wiedersehen. Solange wir Essen und Wasser haben, müssen wir es rationieren. Clicking out on the character's image. Of course, you must save your supplies for later, but everyone's got to eat sometime. Okay, wir können 4 Tage ohne Wasser überleben. Okay. Time to ration supplies. 4 Tage ohne Wasser. Wir haben aber auch nur so ein paar Suppen. Die reichen aber für alle offenbar. Suppen müssten doch eigentlich Flüssigkeit. Suppen müssten doch Flüssigkeit enthalten. Weil dies ein erster Tag ist, die Musik ist ganz schön laut. So, believe me, ventilation hum can drive anyone nuts if you don't occupy yourself with something to do. Get some decent rest. Okay. Erstmal ausruhen. Tag 2. So, da sind wir jetzt. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Taschenlampe haben wir. Im Radio. Die Musik ist ein bisschen laut, ne? Kann ich die Musik vielleicht ein bisschen runterdrehen gerade noch? So, Apply Settings. Back to Game. Das ist besser, okay. Oh, draußen fallen die Bomben, glaube ich, gerade, oder? Ach nee, das ist das Ding hier. Das ist die Lüftung die ganze Zeit. Habe ich die gerade ausgemacht? Ich wollte die nicht ausmachen. So, wir haben Patronen, aber kein Gewehr. Tolle Wurst. Dolores. Sagt Dolores? Oh, ich habe gerade die Fliege gegessen. Können wir mit Dolores Liebe machen? Atomraketenliebe geht nicht. Mary Jane sagt auch nichts. Timmy. Axt. Timmy. Axt. Okay. Tag 2. Guten Morgen, ihr Überlebenden. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Sind die Betten gemütlich genug? Nein? Ach, naja, gewöhn dich lieber dran, du wirst hier eine Weile bleiben. Heute beginnen wir den Tag mit Essensrationierung, weil du das jeden Tag machst. Aber danach machen wir was anderes. Habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit? Gut. Also, hör zu. Es gibt ein Risiko, dass du out of supplies läufst, dass dir also die Vorräte zu Neige gehen. Alles hier kann nützlich sein, aber Futter und Wasser sind natürlich am wichtigsten. Wenn die weg sind, dann seid ihr alle eher tot, als ihr Corndog sagen könnt. Also manchmal muss man vielleicht Leute rausschicken, um neue Vorräte zu holen. Jedusis, dazu kann man zum Beispiel Expeditionen vorbereiten, einen Tag bevor die Expedition wirklich losgeht. Be careful, tired survivors can never be a part of an expedition. Okay, erschöpfte Überlebende können niemals ein Teil einer Expedition sein. Überspringen wir die Präparation, die Vorbereitung einfach und springen direkt nach draußen. Oh, wir schicken einen Mutigen nach draußen, einen Tag nach der Atomkanone. Nach dem Atomangriff. Okay. Es ist immer besser, wenn die Dinge ruhig sind. Zum Glück ist Mary Jane nichts Neues passiert. Nichts Neues über Timmy. Dolores geht's gut. Ted beschwert sich heute nicht. Zumindest nicht sehr viel. So, jeder kriegt eine Supply. Ein Süppchen. Wasser machen wir später. Sending people out in the wasteland is no walk in the park. Do it too early or go without a gas mask. Wir haben keine Gasmaske. Then you can bet it's a suicide mission for them. Send healthy and well-fed people. Sick, hurt or crazed people are more likely to perish out there. Okay, keine kranken Leute rausschicken und wir brauchen Gasmasken. Ich glaube, wir haben aber gar keine Gasmasken. Verdammt. Schicken wir mal. Ich schick mal ihn. Der Fairness halber. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben keine Gasmaske. Tag 3. Achso, er ist gerade auf der Expedition. Er ist ja nicht tot. Na gut, wie sieht's aus?
This is a drill, so your explorer will come back after a little while. But in the event of a real apocalypse, they might be gone for a couple of days. Also normalerweise, das hier ist ja nur eine Übung, deswegen kommt der Typ morgen wieder. Normalerweise wäre er ein paar Tage unterwegs. Zwischendurch haben wir natürlich andere Probleme, die uns bis zum Limit testen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Ach du Scheiße, wir müssen Entscheidungen treffen, die sogar die Besten der Besten einknicken lassen können. The Moral Spine, also die Moral der Besten können die weißt du schon, ach komm. So, we'll see what clay you're made of. Wir schauen mal, aus welchem Lehm du gebacken wurdest. Aber zuerst erstmal wieder rationieren natürlich, denn wir wollen ja nicht, dass jemand hungert. Can we spare some water? Mary Jane has been asking about it all day. Timmy doesn't need much, but he should drink. Dolores will not last long without water. Heute gönnen wir dem mal Wasser. So, er ist ja gerade draußen. So. I'm an army man, so I don't know a second thing about imagination, but you could probably use yours now. Picture this scenario. You come across your kid's hamster, who in some bizarre way found its way to the shelter. Also, der Hamster deiner Kinder läuft auf... Aus irgendeinem Grund ist er plötzlich im Bunker. Die Kinder lieben den Hamster und so wirst natürlich auch du es tun. Es gibt nichts Schöneres als Futter, das direkt zu dir kommt. Jetzt ist die Frage, wirst du ihn kochen? Hallo. Okay. Ich würde mal sagen, ihr entscheidet, Hamster kochen, ja oder nein? Denkt dran, wir müssen überleben. Bitte dran denken, wir müssen überleben. Kochen, koch ihn. Ja, 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 nein, ja, 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 ja. Es geht ums Überleben. Ein Hamster frisst sonst auch was mit. Hamster fressen, kochen, ja, 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 ja. Kleiner, kleiner frecher Nager. Der Arme. Ja, natürlich der Arme, aber... Überleben ist alles. Ihr sagt kochen, ich drück auf kochen. Und wasche meine Hände in Unschuld und Balsamico. So, kochen. Tag 4. Ich glaube, er ist tot. Er müsste doch eigentlich wieder da sein, wir hatten keine Gasmasken. Gute Wahl. Jeder hat ein bisschen davon abgenagt und frisches Fleisch ist ja nicht ganz so leicht in den nächsten Tagen zu bekommen. Am besten jede Chance wahrnehmen und jede Chance zum Essen wahrnehmen. Glaub mir, du wirst deine Familie im Realfall in viel schlimmeren Umständen vorfinden. Und es wird keinen Hamster geben, der den Arsch rettet. There isn't anything new bothering Mary Jane. Mary Jane gibt's gut. Despite the dire circumstances or the trouble we're going. Timmy ist sehr mutig. Trotz allem. If there was anything to report about Dolores, this is where. Über Dolores gibt's auch nichts Neues. Ist er jetzt tot? So, Süppchen. You might be faced with decisions that require you to use. Man muss ab und zu mit Situationen klarkommen, wo man sein Equipment benutzen muss. Also hier, man sieht es bereits. Eine Knarre haben wir ja nicht. Wegen der Tochter mit ihrer Tuba. Okay. Manchmal, sometimes you might find that you don't have the one item that was supposed to save the day. So make sure you scavenge the right supplies before the blast. Wir müssen also das Richtige einsammeln, um später auch mit den richtigen Sachen was machen zu können. Keep in mind, every item can be used for something. What do you want to do today? Clean a rifle, listen to the radio, maybe play Shadow Bunnies using a flashlight. Wir hören mal im Radio zu. Kostet natürlich Strom. Tag 5. Hey! Hey, guck mal, wer wieder da ist. Und wir haben leichte Radioaktivität gemessen, habe ich gerade gehört. Er lebt also doch noch. Ich hätte gedacht, ohne Gasmaske stirbt er, aber wir sind ja nur im Dingens. Sozusagen im Tutorial. So. The radio is critical to establishing communications with the US Army. Und natürlich, mit der US-Armee ist ja klar. So. Und man kann auch hören, ob irgendwie noch Probleme entstehen. Und wenn man Glück hat, kann man auch ein bisschen Musik hören. Okay, gute Nachricht. Die Expedition ist zurück. Manchmal kommen sie mit extra Supplies, sometimes, manchmal aber auch nicht.
Manchmal kommen sie zurück mit einer schrecklichen Verwundung oder vielleicht sogar mit Strahlenkrankheit. Glaub mir, du möchtest das nicht kriegen, denn ich höre, das im Dunkeln leuchten ist nicht so lustig, wie man denkt. So, dieses Mal wurde dein Explorer, also dein Erkunder... So, eine Gasmaske bringt es auch gegen Strahlung. Ja, aber wir haben ja gehört, wir brauchen eine Gasmaske, sonst sterben die gleich draußen. So. Diesmal haben wir Glück gehabt, er wurde nur ein bisschen verwundet, aber... Wir können beim Rationing den Verbandskasten benutzen. Okay, Mary Jane fühlt sich sicher. Timmy geht's gut. Dolores geht's auch gut. Okay, Ted ist verwundet. Ted kriegt mal den hier. Und ansonsten noch ein bisschen Suppe. Am nächsten Tag wieder Getränke, denn wir haben zu wenig Wasser. So. Burli, Burli, Burli. Der Tiroler. So. Man braucht auf jeden Fall mindestens einen erwachsenen Überlebenden, um weiterzumachen. Warum auch immer, ich weiß es nicht genau. Wenn du deinen einzigen Überlebenden zur Oberfläche schickst, weißt du natürlich nicht, ob er wieder zurückkommen wird. Und wenn... Oh, und wenn sie zurückkommen, könnte es sein, dass der Bunker bereits jemand anderem gehört. Das heißt, sollten wir nur noch einen Erwachsenen haben, schick mal die Kinder raus. Ist doch egal, schick mal die Kinder raus, alles gut. So, heute war ein geschäftiger Tag, nimm dir Zeit und schlaf erstmal. Nachdem du es so weit gebracht hast, hast du schon super gemacht. Und wir haben eine Chance, aus dem Fuchsloch rauszukommen. Vielleicht schon bald.